Ja, hallo. Heute komme ich mit dem Thema Partizipation, weil das ja ein großes Thema auch ist in den Bildungsplänen überall in ganz Deutschland, wird das gefordert, auch in den Kindergärten. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Ist das überhaupt, sollte das schon Thema sein? Und ja, was, erzähl mal was dazu, was so aus Neufeld-Sicht da deiner Meinung nach wichtig wäre? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ja die Partizipation als Verpflichtung, als Forderung in allen Bundesländern über EU und so weiter einfach da ist. Das heißt, die Erzieherinnen stehen vor der Problematik, da etwas umsetzen zu müssen. Und ich habe dazu schon Seminare gegeben und wir bieten jetzt in diesem Herbst zum ersten Mal auch ein Online-Seminar an zum Thema Partizipation vom Neufeld-Institut. Das mache ich zusammen mit einer sehr erfahrenen Neufeld-Kursleiterin und auch erfahrenen Erzieherin eben. Und der Punkt ist eben, Partizipation heißt ja Teilhabe und das heißt dann auch, Kinder sollen an allen sie betreffenden Entscheidungen verantwortlich, also beteiligt werden. Und der Punkt ist eben, Partizipation wird deswegen so gefordert und ein großer Schwerpunkt drauf gelegt, weil man gerne, und das ist absolut ein hehres Ziel, man möchte gerne demokratiefähige Menschen heranbilden. Man möchte gerne Menschen heranbilden, die in der Lage sind, verschiedene Interessen abzuwägen, Rücksicht zu nehmen, verantwortlich zu entscheiden, sich erst kundig zu machen, Verantwortung zu übernehmen und so. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es so, dass diese Fähigkeit ein bisschen so ist wie ein Schmetterling, der kann fliegen. Ja? Eine Raupe kann noch nicht fliegen. Und ein Kind unter 7 eigentlich, 6, 7, kann noch nicht wirklich verantwortliche Partizipation leisten. Es ist damit überfordert. Aus ganz handfesten wissenschaftlichen, entwicklungspsychologischen, gehirnneurologischen Gründen, also nicht irgendwie so aus einem ideologischen Anspruch und die Kinder sollen ihren freien Willen nicht haben oder so, sondern sie sind noch nicht in der Lage. Genauso wie die Raupe noch nicht in der Lage ist, zu fliegen. Und es hat keinen Sinn, wenn wir sie aus dem Fenster schmeißen, damit sie fliegen lernen, sondern wir müssen ihr das geben, was sie in der Lebensphase braucht. Und dann kann aus der Raupe ein Schmetterling werden, der fliegen kann. Ja? Und Kinder unter 7, Gordon, also die Entwicklungspsychologie und Gordon Neufeld spricht da von, auf gut Neudeutsch von dem 5-to-7-Shift, also von der Verschiebung, die zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr stattfindet, weil bei einem gesunden Kind, was in einer Umgebung heranwächst, die seine Entwicklung nicht behindert oder nicht dolle jedenfalls, ja, zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr diese Fähigkeiten erwachsen, die dann Partizipation möglich machen. Ich kann jetzt natürlich nicht die Inhalte eines ganzen Kurses hier in 5 Minuten wiederbringen, aber es ist im Prinzip so, damit ich Partizipation, also Verantwortungsteilhabe, wirklich leben kann, muss ich abwägen können. Ja? Ich muss abwägen können, wenn es darum geht, kriegt der Kindergarten jetzt einen Parkettboden oder einen Teppichboden. Ja? Einerseits ist der Parkettboden, dämmt der mehr die Geräusche. Andererseits ist der Parkettboden hygienisch unproblematischer. Dritterseits, was weiß ich, vierterseits, fünfterseits, sechsterseits. Ich persönlich hätte total gerne einen Parkettboden, aber ne, so. Das wäre verantwortliche Partizipation, wo die Kinder dann beraten. Jeder, der mit kleinen Kindern unter 7 zu tun hat, weiß, dass sie noch nicht einerseits und andererseits gleichzeitig denken können. Sie können heute denken, wow, Parkettboden ist das Größte. Und sie können 5 Minuten später denken, ah, Teppichboden ist ja der Wahnsinn, ja. Aber sie können nicht
beides gleichzeitig mit seinen Vor- und Nachteilen. Und das war jetzt noch ein Beispiel, wo es um handfeste Wissenssachen ging und noch nicht mal um Gefühle. Es gibt ein schönes Beispiel, was auch, was ich immer wieder gerne erzähle, was aber ganz anders interpretiert wird in diesen partizipationsbefürwortenden Kreisen, als ich das jetzt hier erzähle, wo Kinder eben gefragt wurden, was sie sich wünschen, an dem Abend, wo sie dann im Kindergarten übernachten. Zum ersten Mal und so. Ne? Das ist ja auch Teil des Programmes, weil Kinder ja so früh wie möglich lernen müssen, von ihren Eltern getrennt zu übernachten. Okay, anderes Thema. Und dann hat ein Kind, als das gefragt wurde, gesagt, so aus, einfach so eben, ne? Zitronen. Und alle anderen brüllten dann auch, ja, Zitronen. Ne? Und dann hat die Erzieherin gesagt, naja, seid ihr sicher? Wollt ihr wirklich nur Zitronen? Ja, wir wollen nur Zitronen. Und dann war eben sozusagen die Frage jetzt, wenn wir Partizipation praktizieren, dann setzen wir die Kinder dahin. Und wenn sie dann hungrig sind nach dem langen, aufregenden Kindergartentag und Abend und wir essen zusammen Abend und vor uns liegt eine Nacht, wo Kinder zum ersten Mal außerhalb des Elternhauses übernachten, viele, dann geben wir ihnen Zitronen. Ja? Das haben sie ja entschieden. Das ist Partizipation. Und eine Erzieherin in diesem Beispiel hat dann gesagt, nein, also das, die hat sozusagen, da war die Intuition so stark, das lasse ich nicht zu. Und hat heimlich einen kleinen Berg Wurstebrote geschmiert und die in den Kühlschrank getan. Und ist dann aber sehr dafür gerügt worden, weil die Kinder doch anhand dieses Beispiels hätten lernen können, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Und das ist ein gutes Beispiel, weil zum einen die Ernährung etwas ist, man sagt nicht umsonst, Liebe geht durch den Magen und Bratkartoffelverhältnis. Unsere Kinder, wenn sie gut an uns gebunden sind, wir sind Säugetiere, ja, in dieser Hinsicht, sie wollen von uns genährt werden. Und wir Erwachsenen bezahlen viel Geld dafür in vornehmen Restaurants. Und das ist der Unterschied vom Schnellbeschiss, ja, vom Schnellrestaurant und von der Mensa, dass wir da nicht anstehen müssen und uns selber aussuchen müssen und uns das selber draufpacken müssen und es dann selber irgendwie, ne, sondern dass uns schon die Tür aufgemacht wird, je teurer das Restaurant ist und uns der Stuhl hingeschoben wird und man sagt uns, was heute das Menü ist und welcher Wein am besten dafür wäre und so weiter. Könnten wir natürlich auch alles selber entscheiden. Aber das fühlt sich so schön an, sich so versorgen zu lassen. Dann fühlen wir uns so geborgen. Ja? Wir bezahlen dafür viel Geld, weil wir es so genießen. Und so ist es für unsere Kinder auch. Und wenn wir gerade im Bereich der Ernährung diese nährende Rolle, ja, früher war es dann die Mutter, die die Suppenkelle ausschöpfte oder die vor ihrem Herzen das Brot schnitt und dann die Scheiben austeilte. Und nirgendwo schmeckt es jemals wieder so gut wie zu Hause, weil man da die Liebe einfach mit isst, ja, und die Bindung. Wenn wir das auch so zum Beispiel, wie bei diesem Beispiel mit den Zitronen, den Kindern in die Hände legen. Sie sind noch nicht dazu in der Lage, dafür sich zu sorgen und das zu überblicken. Und was wir ihnen bereiten, ist ein hungriger, sauertöpfischer Abend mit Tränen unter Umständen. Und sie können nächstes Mal es nicht schlauer machen. Sie könnten höchstens, das Einzige, was sie daraus lernen könnten, wäre, dass sie nächstes Mal sagen, du sollst das entscheiden, ja, weil sie nicht wieder Paprika essen wollen oder Zitronen oder irgendwas. Ne? Das ist sozusagen dieses Thema Partizipation. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn unsere Kinder geborgen sind und in diese alleine selber und nicht vorsagen, ja, nicht helfen, dann ist es auch wichtig, dass wir ihnen das lassen. Und dass wir ihnen, gerade wenn sie satt sind und einen starken Drang danach haben, selber zu entscheiden, dass wir ihnen Räume eröffnen, wo sie ganz alleine
entscheiden können, ob sie heute Abend aus dem Buch vorgelesen kriegen wollen zur Gute Nacht oder aus dem Buch, ja. Aber vorgelesen wird und danach wird geschlafen, ja. So, und das sind, wir können ihnen Räume von Selbstbestimmung eröffnen, aber das ist nicht echte Partizipation im Sinne, dass es wirklich um die Wurst geht und hinterher haben wir alle einen Teppichboden, den wir nicht brauchen können oder essen zum Abendessen Zitronen, ne? Und wenn man aber die sozusagen diese Balance zwischen einerseits dem Kind da, wo es Hänschen kleinmäßig selber was machen will, Räume eröffnet, das ist ein wichtiger Punkt, ganz wichtig, ne? Und da gibt es auch natürlich sowohl Eltern als Erzieherinnen, die ein bisschen dazu tendieren zu finden, Kinder mit dem Willen kriegen ja auf die Brillen, ihr wird gemacht, was ich sage, ja. Und so hat man das in meiner Kindheit gesagt, heute ist das selbstverständlich ganz anders. Aber diesen Raum brauchen Kinder der Selbstbestimmung und eigenen Erfahrungen. Aber es muss unter 7, und deswegen wurden früher mit 7 auch die Kinder eingeschult, muss das ein spielerischer Raum sein, wo, wenn ich mich falsch entscheide sozusagen oder einen Blödsinn mache, wo das keine entsetzlichen Folgen hat, ja, sondern wo es dann halt, ja, wo es nicht schlimm ist, wo ich sozusagen Sandkastenspiel bleibt, ja, und nicht, wo es wirklich, ja, um das Abendessen für eine ganze Kindergartengruppe, die dann hungrig in die Nacht geht, geht. Und das ist sozusagen diese feine Linie. Und wenn man kann natürlich, und ich tue das auch, wir sprechen schon von Partizipation und dieser Kurs heißt auch entwicklungsfördernde Partizipation ermöglichen oder sowas, ja. Denn das Gesetz soll ja erfüllt werden, aber es soll vor allem mit Sinn und Verstand erfüllt werden. Und wenn wir das wissen als Erzieherinnen und auch als Eltern, dass unsere Kinder die Räume für ihre eigenen Entscheidungen brauchen, dass wir aber da, wo es wirklich relevant ist, von Kindern unter 7, ihnen im Grunde diese Verantwortung nicht aufbürden dürfen. Das ist eine Überforderung. Das ist wie wenn ich sie an das Steuerrad von meinem Segelboot stelle und finde, naja, jetzt übt mal Partizipation. Natürlich darf es, denn Papa, darf ich auch mal steuern, ja? Ja, klar, aber dann bleibe ich natürlich dabei und helfe ihm und dann ist es nur, wenn die See wirklich glatt ist und so weiter, ne? Und wenn es um nichts geht, dann darf es mal im Kreis steuern und das ist dann auch, das reicht dann auch an Aufregung und Abenteuer. Okay? So viel. Ja, vielen Dank. Alles klar.